SKW in circa 7 Ladespielen beladen. Dazu wird er etwas weniger oder vielleicht ein klein bisschen mehr als 3 Minuten brauchen, also ungefähr um die 3 Minuten herum. Und das zeigt schon, dass das System ideal aufeinander abgestimmt ist. Aber dazu nachher später mehr. Wir werden jetzt zunächst beladen und Sie sehen schon, der Bagger steht mit angehobener Schaufel da. Und gibt das erste Ladespiel aus. Damit zeigt er den SKW-Fahrer an, hier möchte ich dich hinhaben, hier stell dich bitte hin. Hier ist auch eine sichere Ladesohle für dich. Hier musst du nicht im Hauptwerk stehen und Gefahr laufen, dass du dir die Reifen zerschneidest. Hier ist auch für mich als Bagger das beste Hauptwerk, sodass ich dich am schnellsten beladen kann. Da sieht man das schön, die Schaufel ordentlich voll. Und der Bagger steht etwas erhöht, das heißt, er steht mit seinem Laufwerk ungefähr auf Höhe der Bordwandkante von dem SKW. Das Fahrerhaus ist damit etwas höher und er kann sehr schön einsehen in die Mulde, sieht genau, wo er die nächste Schaufel platziert, wo er die nächsten Steine hinlegt. Da ist auch schon unser Hubschrauber, wie immer, der dieses System inzwischen auch schon gut kennt. Und er sieht jetzt, dass der Bagger ganz kurze Ladespiele macht. Nur 45 Grad schwenkt er nach rechts oder links, muss also nicht groß um die eigene Achse schwenken, sondern er schwenkt nur ganz kurz um die 45 Grad. Muss auch nicht großartig heben, weil er ja oberhalb steht. Und so werden die Arbeitstakte sehr kurz, die Beladezeit sehr schnell und effektiv und damit immer wirtschaftlicher. Auf diesen 50 Tonner SKW vom Caterpillar, auf die 772, die ideal abgestimmt ist, ganz genau zu diesem Bagger passt, dieses Pärchen Tiefwürfelbagger SKW. Aber schauen Sie einmal auf diesen SKW, unser Fahrerhaus, den habe ich Ihnen ja vor 3 Jahren bereits vorgestellt, ist in die Mitte gerutscht, für mehr Fahrerkomfort für den Fahrer. Er sitzt in der Mitte, er sitzt zentral, er sitzt nicht über den Rädern, sondern er sitzt in der Mitte, dort, wo es für ihn am komfortabelsten ist. Dadurch haben wir auch mehr Platz, können das Fahrerhaus größer machen und diese Beifahrerin beispielsweise noch mitnehmen. Wir fahren jetzt, nachdem der voll beladen ist, der SKW auf diese mitgebrachte Waage. Und werden mal analysieren, wie viel Tonnen der Bagger auf den SKW geladen hat. Dazu fahren wir zunächst mit der Vorderachse auf den SKW. Da wiegt das Gesamtgewicht über die Vorderachse. Liegt bei ca. 30 Tonnen. Ein Drittel des Gesamtgewichtes des SKW sollte ungefähr auf der Vorderachse liegen. Jetzt fahren wir mit der Hinterachse auf den SKW. Müsste ungefähr bei 60 Tonnen liegen. Ja, sehen Sie, ungefähr 60 Tonnen. 2 Drittel des Gesamtgewichtes des SKWs sollen auf der Hinterachse, 1 Drittel auf der Vorderachse liegen. Jetzt fahren wir wieder runter und können über den Computer sofort auslesen, wie hoch die Nutzlast ist. 52,2 Tonnen hat der Tieflevelbagger hier auf den SKW geladen. Wir kippen das Material jetzt wieder ab. Wir kippen es ab und werden dann mit einem zweiten Ladespiel kommen. Bei der Gelegenheit kann ich Ihnen sagen, dass wir mit dieser Waage, die Sie hier sehen, auch gerne bei Ihnen im Steinbruch vorbeikommen, gerne für Sie Analysen, Einsatzanalysen machen, Ihr vorhandenes System auf den Prüfstand stellen, mit Ihnen zusammen diskutieren, was kann man eventuell noch optimieren. Das machen wir gerne auch bei Ihnen vor Ort, bei Ihnen im Steinbruch, mein Kollege Stefan Oppermann und ich mit insgesamt über 35 Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich, machen das gerne mit Ihnen, um solche